Nun, damals, zur Zeit des 2. Thessalonicher Briefes, gab es noch den Tempel Gottes in Jerusalem. Der wurde dann einige Jahre später, im Jahr 70, durch die Römer zerstört und nie mehr aufgebaut. Und nun, damit diese Prophetie in Erfüllung gehen kann, muss es also wieder einen Tempel Gottes geben, wo man sich hineinsetzen kann. Und bezüglich der Frage zum dritten Tempel, soweit wie ich im Wort Gottes sehe, gibt es keine Stelle in der Bibel, die im Kontext fordert, dass ein dritter Tempel gebaut werden müsse. Also, das macht klar, wir sind genau in der Endzeit, in der Zeit des Abfalls und der Rückkehr des jüdischen Volkes. Und das prophetische Wort hat gesagt, und dann wird der Staat wieder gegründet werden, 1948. Und dann wird Jerusalem wieder in jüdische Hand kommen und auch der Tempelberg, das ist geschehen, 1967. Und dann wird auch dort wieder ein Tempel stehen. Jesus Jeschua, er sagt seinen Jüngern, ich werde diesen Tempel nach 3 Tagen wieder aufrichten. Die Pharisäer schauen ihn an und sagen, es hat 46 Jahre gedauert, um diesen Tempel zu bauen. Und du willst ihn in 3 Tagen auferbauen? Aber er sprach über einen geistlichen Tempel und sie sprechen über einen physischen Tempel. Du kannst das Wort Gottes nicht nur physisch verstehen, du musst es geistlich verstehen. Und dann wird auch dort wieder ein Tempel stehen. Und dann gehst du zu dieser großen Ausstellung in Israel, du gehst zu diesem großen Museum, du gehst Raum für Raum für Raum hindurch, dann zeigen sie dir diese Dinge und die Christen von Amerika kommen, oh, das ist wunderbar, sie werden den Tempel bauen. Das ist eine amerikanische Lehrmeinung, das ist keine jüdische Lehrmeinung und das ist auch keine biblische Lehre. Es schockt die Leute, das zu hören. Wenn ihr euch die Wortstudie anschaut, werdet ihr das sehen. Ja, und viele Stellen sprechen darüber. Zum Beispiel Joel 1 und 2. All die vielen Ausdrücke muss man sich heraussuchen, die auf den Tempel hinweisen. Im Hebräischen gibt es 2 Wörter. Eins ist Mikdash und das andere Wort ist Hechal, so wie Hieron und Naos. Und wenn ihr eine Wortstudie macht, dann findet ihr die ganzen Worte in der Offenbarung. Und mir wurde ein Messstab gegeben, um die wahren Anbeter zu messen. Also zuerst einmal, wer sind die wahren Anbeter? Die Gläubigen. Also es können schon wieder nicht die orthodoxen Juden sein, die diesen Tempel bauen. Dieser Tempel kommt und der wird seit Jahren vorbereitet im Judentum. Was ist mit dem Tempelinstitut? Das ist groß. Sie sagen immer, wir sammeln Geld. Wir werden den Tempel bauen. Wir haben eine Replik der Menora. Wir haben die priesterlichen Gewänder. Wir haben alles. Wir wissen sogar, wo die Bundeslade ist. Und die Altarsteine, ich habe sie gesehen im Original, die sind schon bereit auf dem Nachbarhügel. Für den Moment, dass man die Steine gerade rüberbringen könnte und dann kann man mit dem Opferdienst beginnen, bevor man noch das Tempelhaus gebaut hat. Nun, wir sagen ja, es würde uns überhaupt nicht überraschen, wenn einige der Juden versuchen, den Tempel wieder zu bauen. Wie letztes Jahr, da brachten sie einen Altar außerhalb der Stadttore und sie hatten dort eine Einweihung. Es waren nicht viele Leute da, aber wisst ihr, sie haben das gemacht. Und das wurde nur für die Christen in Amerika gemacht. Die Juden wussten nicht mal, dass das passierte. Aber das wurde in ganz Amerika beworben. Sie bauen einen Altar. In den Zeitungen, sie haben einen Altar. Die Juden opfern und die ganzen Amerikaner sagten, wow, er lebt in Tel Aviv, er lebt direkt in der Nähe von Jerusalem. Er musste einen Amerikaner fragen, den wir beide kennen, um herauszufinden, wo das alles stattfand. Sie haben es versteckt. Es war in den Nachrichten in Amerika, da war es eine große Sache, aber die Kameras haben nicht gezeigt, dass ungefähr 10 Leute da waren. Nicht ein einziges Anzeichen dafür in Jerusalem. Nirgends, nirgends. Kein Anzeichen für die Einweihung des Altars. Sie wollen nicht, dass die Juden das wissen. Sie haben das live gestreamt für die Vereinigten Staaten von Amerika und für Europa. Das war nicht für die Juden, es war für die Nationen. Und man hat die Tempelgeräte vorbereitet, sodass man sofort beginnen könnte, sobald da politisch etwas geschieht. Mein Punkt ist, du und ich und alle, die wir hier sitzen, haben etwas, was die orthodoxen Juden nicht haben, und das ist der Heilige Geist. Und man hat die Tempelgeräte vorbereitet, sodass man sofort beginnen könnte, sobald da politisch etwas geschieht, das das ermöglichen würde. Wenn du einen Sack Zement herbringst, hoch auf den Tempelberg, ein Sack Zement, jetzt im Augenblick, nur ein Sack Zement, verursachst du ein weltweites Blutbad, wie die Welt das noch nie gesehen hat. Kein orthodoxer Jude will den Tempel da oben bauen, weil er nicht sterben will, weil das zum Krieg führt. Aber sie haben mitgekriegt, dass die Christen glauben, dass sie eventuell das geistliche Israel sind.
Und in ihrer Liebe für Israel wissen sie nicht, wie sie sie ausdrücken sollen, und sie glauben, durch das Bauen des dritten Tempels würden sie Jesus einen Gefallen tun. Und man hat die Tempelgeräte vorbereitet, sodass man sofort beginnen könnte, sobald da politisch etwas geschieht. Ich weiß, dass manche Leute heute zuhören und die denken ganz anders darüber und die ärgern sich jetzt über uns. Aber wir sagen euch die Wahrheit aus Israel. Er ist ein Jude, dort geboren und aufgewachsen. Er war in der Rabbinerschule. Sein Vater ist ein Rabbiner, sein Großvater, sein Urgroßvater. Er weiß, worüber er spricht. Und man hat die Tempelgeräte vorbereitet, sodass man sofort beginnen könnte, sobald da politisch etwas geschieht. Wie viel Geld braucht ihr, um den Tempel zu bauen und fertigzustellen? Wir geben euch heute eine Spende und wir können das. Aber wir wollen, dass ihr jetzt anfangt, ihn zu bauen. In den nächsten 3 Monaten, 6 Monaten müsst ihr anfangen, ihn zu bauen. Was braucht ihr? Wir geben es euch. Wir müssen wissen, wie viel. Nun, wir wissen es nicht. Und dann sagte sie, aber da ist noch ein Problem. Und sie sagte, Politik. Sobald da politisch etwas geschieht. Und schau dir das an, schau dir den Kreis an. Und ich sage, was meinst du? Nun, die Politik, vielleicht können wir nicht den Tempel in 6 Monaten bauen. Und wir sagten, was würde es kosten, die Politik zu ändern? Mehr Geld. Das ist, was sie gesagt hat. Und sie sagte, wieso hilft das? Gebt uns Geld. Und sie sagte, wenn wir mehr Geld hätten, könnten wir die Politiker beeinflussen. Sobald da politisch etwas geschieht. Und wir sagen, wie viel Geld braucht das? Und sie sagt, nun, das hängt von den Politikern ab. Siehst du kriegst keine Antwort, weil ich den Geldstrom immer laufen lassen möchte. Ich den Geldstrom immer weiter fließen lassen möchte. Sie haben überhaupt keine Absicht, den Tempel zu bauen. Sie haben überhaupt keine Absicht, den dritten Tempel zu bauen. Und man hat die Tempelgeräte vorbereitet, sodass man sofort beginnen könnte, sobald da politisch etwas geschieht. Und wie gesagt, wir wären nicht überrascht, wenn die Juden irgendetwas tun, eventuell. Aber es ist ganz anders als das, was ihr in den Predigten in Amerika hört. Dieser Tempel kommt und der wird seit Jahren vorbereitet im Judentum. So sehr anders als das, was ihr hört in den Predigten in Amerika. Dieser Tempel kommt und der wird seit Jahren vorbereitet im Judentum. So viel, was ihr in den Predigten in Amerika hört, ist biblisch nicht korrekt. Ist es nicht. Also aus dieser kurzen Gegenüberstellung sieht man schon mal, wie unterschiedlich die Meinungen dazu sind. Und dass die gängige Lehrmeinung, die in Amerika und auch in Europa vertreten wird bezüglich des dritten Tempels bei einem messianischen Rabbiner, ich lasse jetzt mal den amerikanischen Pastor außen vor, der gleichen Meinung ist wie er, aber speziell bei einem Rabbiner, bei einem ehemaligen Rabbiner, auf großen Widerstand stößt. Ja. Bei all den Ausführungen, die er gemacht hat, hat mir am allerbesten gefallen, dass er sagt, dass wir etwas haben, was die Rabbiner nicht haben, nämlich den Heiligen Geist. Und dass wir diese neutestamentlichen Stellen, wenn wir eine Wortstudie machen, da geht es dann auch tatsächlich um Fakten, finden wir tatsächlich im Neuen Testament und im Alten ohnehin, da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, blende ich euch hier oben ein, Moment, ich glaube, hier oben ein, ja, da könnt ihr sehen, dass ich auch eine Wortstudie gemacht habe im Alten Testament. Und im Neuen Testament wird es ja noch deutlicher. Also im Alten Testament sieht man, dass keine der Bibelstellen, die allgemein im Alten Testament angeführt werden, auf einen dritten jüdischen Tempel in der Endzeit schließen lassen. Das sieht man dort. Wortstudie. Schaut euch das Video an. Da kann man das sehen. Im Neuen Testament ist es so, dass gerade bei Paulus, dem das vielleicht besonders geoffenbart gewesen ist, wenn er vom Tempel Gottes spricht, nicht den jüdischen Tempel meint. Paulus hätte niemals einen dritten jüdischen Tempel gemeint, wenn er schreibt vom Tempel Gottes. Der Paulus hat verstanden, dass da, wo Gottes Geist ist, da ist auch Gott. Wenn Gott in einem Menschen wohnt, der wiedergeboren ist, ja, dann ist das ein Tempel Gottes. Wenn dort, wo Gott wohnt, da ist ein Haus. Und wenn der Geist Gottes in einem Menschen wohnt, dann ist dieser Mensch das Haus Gottes, der Tempel Gottes. Und das gilt auch für die ganze Gemeinde Jesu in Gänze. Die besteht aus Juden und aus Griechen und am Ende der Zeit wieder aus Juden. In der Gesamtheit der Gemeinde Jesu Christi wohnt auch Gottes Geist und dann ist die Gesamtheit der Gemeinde Jesu Christi natürlich auch ein Tempel im Heiligen Geist. Und zwar jeder einzelne Christ, ja, weil in ihm Gottes Geist wohnt und auch die Gemeinde in Gänze
ist ein Tempel Gottes. Da sieht man schon, Paulus hat eine neutestamentliche Tatsache mit einem alttestamentlichen Bild umschrieben. Warum? Weil er das auslegt. Das ist eine Art der Erklärung, eine Art der Auslegung. Er beschreibt deswegen die Gemeinde Gottes als einen Tempel Gottes, weil in der Gemeinde Gottes der Geist Gottes ist auch Gott. Das ist auch eine Frage der Dreieinigkeit. Da, wo Gott wohnt, durch seinen Geist in den Gläubigen, da ist sein Haus, da ist sein Tempel. Deswegen ist die Gemeinde der dritte Tempel. Ja? Der erste von Salomo, der zweite von Zerubabel und der dritte ist die Gemeinde Jesu Christi. Und dann kommt der vierte Tempel, der Hesekiel-Tempel. Mir hat das gut gefallen, dass der messianische Rabbiner dort auf den Geist Gottes hingewiesen hat, denn der fehlt vielfach in diesen Auslegungen. Wenn es um den dritten Tempel geht, das sind die Evangelikalen und viele andere Christen, die denken da irdisch, menschlich drüber. Die denken konkret, wie Nikodemus. Und so, als ob sie jegliche geistliche Perspektive für den Tempel Gottes verloren hätten. Wie selbstvergessen muss man sein, um den dritten Tempel als jüdischen Tempel auszulegen, der in der Endzeit gebaut wird? Wie selbstvergessen ist die Christenheit bezüglich ihrer Berufung in Christus? Es geht die Sonne unter, ja. Gerade bei solchen Worten, ja. Als ob das Licht des Geistes fehlt für diese Auslegung. Ich mache mal ein bisschen hell. So, jetzt haben wir wieder Licht, oder? Das heißt, wenn wir über den dritten Tempel sprechen, dann geht das um den Tempel Gottes. Und dieser Tempel Gottes kommt in der letzten Zeit. Warum? Weil in der letzten Zeit Jerusalem wiedergeboren wird. Jerusalem wird wiedergeboren. Und wenn Jerusalem wiedergeboren ist, dann ist eine geistliche Priesterschaft in Jerusalem, dann ist Jerusalem der dritte Tempel. Dann ist Jerusalem ein Tempel Gottes. Dann findet dieser dritte Tempel, der begann in Jerusalem zu Pfingsten und der in den letzten 2000 Jahren war in der Gemeinde, in den Heiden war, der findet dann seinen Abschluss in Jerusalem. Das ist das, was allen dreien fehlt. Aber dieser messianische Rabbiner und der amerikanische Pastor, die sind der Sache deutlich näher als Roger Libby. Und das ist sehr bedenklich. Das ist sehr, sehr bedenklich, weil da Aussagen gemacht werden über die Endzeit, die Bibel überhaupt nicht hergibt. Das wollte ich euch in aller Kürze zeigen. Wir machen dann auch nochmal Fortsetzungen bei dem Thema und bei anderen Themen. Ich danke sehr fürs Einschalten, wünsche alles Gute, Gottes Segen und bis bald.